Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pelle 2104-79. Zack. Ihr seht, wir haben hier Schweinefutter. Das wollen wir mal verkaufen. So, jetzt gucken wir mal Schweinefutter. Wo kriegen wir den besten Preis? Ich denke mal oben. Beim Viehhändler, ja, das passt. Geht leider runter, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da düsen wir jetzt schnell hin. Ja, wie immer, Innenansicht wird sich gewünscht. Dann machen wir das. So, hier ist er fleißig am Flügen. Joa, ein paar neue Mods habe ich drauf. Einmal GPS. Dann haben wir Auto Drive drauf. Ansonsten noch ein paar andere Mods, Anbaugeräte, ich glaube ein, zwei Schlepper haben wir noch reingenommen. Da, wie immer, was die anderen machen, den Schlepper schön in der Kurve wieder überholen, weil sie keine Zeit haben. Das machen wir jetzt auch mal. Die nächsten überholen. Da müssen wir gucken, wo wir die Säcke abladen können. Wahrscheinlich hier hinten. Bin mir nicht sicher. Spanngurte gelöst. Vielleicht kriegen wir es so hin. Ah ne, der hat keine Verkaufspunkte. Ich glaube, das die mal hier runterschmeißen. Dann müssen wir es jetzt so machen. Das heißt, dann können wir wieder Schweinefutter produzieren. Und können das wieder verkaufen. Wobei, da würde ich auf einen besseren Preis dann, denke ich mal, warten. Weil der wird ja jetzt weiter runtergehen. Wiegen wir das mal so. Gute ist ja, wir hatten hier die Obstplantage gekauft. Hier mit der Wiese müssen wir natürlich noch warten. Das ist noch mal ein bisschen... Ja... Dauert halt noch. Ja, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld gemacht.
Mit der totalen Mischration für die Kühe können wir das leider nicht machen. Da ist der Preis absolut schlecht. Aber wie gesagt, das Schweinefutter, das hatte gepasst. Wir haben ordentlich drinne. Und ja. Dann machen wir das so. Mit dem mal 8 Stellen. 5 Stellen die Uhr. Ja. Da wird er jetzt quasi noch gepflügt. Feld 5, Feld 4 ist am Reifen. Dauert glaube ich nicht mehr so lange. Mal gucken. Also das steht ja echt schon sehr gut. Oh, ist sogar erntereif. Dann machen wir doch die Zeit wieder runter. Super erntereif. Wenn wir hier das Feld gleich nochmal weitgehend fertig machen. Dann muss da noch Kalk drauf. Ja. Ja, müssen wir nochmal ein bisschen nachfahren. Aber das ist ja kein Problem. Ja. Das heißt, die stellen wir hier ab. So, und ich nehme mal jetzt hier. In den Rand hat er nicht ganz gemacht, sehe ich gerade. Wie gesagt, dann werden wir einmal nochmal komplett nachfahren. Aber das ist ja kein Problem. Uns überlegen, was wir jetzt hier drauf schmeißen. Kartoffeln können wir nicht machen, haben wir kein Equipment für. Ist schade. Müssen wir halt gucken, was wir jetzt hier drauf machen. Aber ich denke mal, vielleicht irgendwas für die Schweine. Wäre, glaube ich, ganz praktisch. Dann gehen wir nochmal hoch. Wenn wir hier die zwei gleichen Stellen noch machen. Aber eigentlich könnten wir in der Zeit, wo der hier... Ah, warte mal. In... Wo ist er? Den hier. Das heißt, hier hätten wir doch, genau, das Grubbern. Können wir uns noch das Geld für holen. Auch nochmal ein bisschen Geld gemacht.
Wie gesagt, leider nur ein bisschen, aber hey. Rennvieh macht auch Mist. Der Kuhweide groß. Im Hof. Den. Bringen wir hier rein. Kann er nämlich zurückfahren. Dann würde ich den hier gerne nehmen. Ja, falsche Taste. Der Autodrive schließen wir hier mal gerade. Werde ich, glaube ich, im Offline dann machen. Ein paar Autodrive-Kurse einfahren. In den Verkaufsstellen und so weiter. Ja. Einmal schön drum herum gefahren. Läuft. Weil dann würde ich die nämlich jetzt schon mal hier auf Feld 4 ansetzen. Jetzt hätten wir mal das fertig. Ich mal wegmachen. So, Feld 4. Die 6 Meter? Ah doch, okay. Ja, dann. Feld 4, dreschen. Das ist der Wegpunkt. Na dann, viel Spaß. Ich hoffe, das klappt alles so jetzt. So. Dann fahren wir mit dem hier weiter. So, hier würde ich sagen, sieht es gut aus. Hier könnten wir theoretisch nochmal. Man kann den Streifen wegkriegen. Ja. Und da vorne ist nochmal. Ja, das ist ganz praktisch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Kante da vorne noch.
Dann haben wir das Feld hier gepflügt. Hätten wir so drauf gehabt. So, dann hoffen wir mal, wir den hier so hin, dass jemand von der Familie hingeht, dann quasi hier einmal sich erbarmt und sich sagt so, naja, wir machen mal sauber, wobei das bleibt wahrscheinlich an uns wieder hängen. So, dann nehmen wir den hier mal. Wir werden uns hier den Anhänger schnappen. Ich hoffe, der war leer. Ja, ist er. Dann werden wir den schon mal hier Richtung 4 fahren. So, weißt du was? Ich denke mal gerade mal schnell an. So. Passt ja. Sprecher voll. Aufnahme fertig. Dann machen wir das jetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und über ein Follow würde ich mich freuen. Macht's gut. Tschüss. Euer Pelle.